Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge zum Bus-Mechanik-Simulator. Ich bin ZDB und freue mich, dass du wieder einschaltest. So, nachdem wir jetzt den letzten Part hier abgeschlossen haben, der Innenraumfilter der Klimaanlage muss gewechselt werden. So, jetzt geht's schon mal in den Innenraum. Ja, ich finde immer so krass, ja, wenn ich dieses Spiel hier anhabe, wie denn einfach mein Intro ruckelt. Es passiert nichts in dem Spiel. Es ist ein Standbild und mein Intro ruckelt. Ja, das ist absolut fantastisch. Ich weiß gar nicht, mit was das Ganze entwickelt worden ist. Also laut den einen Kommentar, den wir ja da vorgelesen hatten, schrieb er ja das so Unity. Aber ich glaube, das ist nicht Unity. Oder ist es das? Ich weiß es nicht. So, hier können wir die Türen aufmachen. Und ja, wo ist denn der Innenraumfilter? Klimaanlage. Notgerätefach. Aha. Interessant. So, machen wir mal erstmal auf Sichtung, Deckverkleidung. Oh ne. Nein. Ach so. Nein. Oh, ich will, dass du das so abschraubst. Ist da auch was drin? LED-Leuchte. Nö. Hier haben wir nichts drin. Aha. Das muss ja auch hinten sein alles, oder? Was bist du? Halsgerätabdeckung. Das Gerät hinten? Nee. Was? Notlösespindel? Zugangsdeckel, Tank, Harnstoff, Kraftstoff, Zugang Getriebe, Zugang Motor, Wasserkühler, Deckenverkleidung, Seite, was soll ich suchen? Der Innenraumfilter der Klimaanlage muss gewechselt werden. Ach, guck mal, man kann sich das anzeigen lassen. Interessant. Boah. Okay, der ist außerhalb vom Bus. Ah, guck mal, kann sich das sogar anzeigen lassen für Menschen, die keine Ahnung haben, so wie meine Wenigkeit. Okay, ich muss aber ganz ehrlich sagen, da hätte ich es jetzt überhaupt nicht vermutet. Das war doch jetzt hier, oder? Frontboxabdeckung. Oh, gib mir doch hier einfach Schraubenschlüssel. Da, der Innenraumfilter. Ah ja. So. Aber ich muss sagen, also jetzt wäre ich, jetzt hätte ich stundenlang gesucht. Hättet ihr das gewusst? Dass der da sitzt? Kühler? Finden wir das hier drin? Wasserkühler? Nee. Hier ist es nicht. Standheizung, Motor, Ersatzteile, Klimaanlage, Innenraumfilter. Montage. So, alles wieder rein. Klar,
Klappe zu, Vierkantschlüssel. Fertig. Gut, also da wäre ich jetzt auf jeden Fall. Oh, es müssen alle Türen geschlossen sein. Ist denn ernst? Da muss gar nicht mal die Tür zu machen. Da wäre ich jetzt Ewigkeiten auf der Suche gewesen. Aber schön, dass es mindestens so eine Funktion gibt, dass man sich das Ganze anzeigen lassen kann. Weil bei 2000 Teilen, ja, also kann man dann natürlich nicht alles wissen. Da hätte man sich jetzt natürlich die ein oder andere Sucherei jetzt hier dementsprechend natürlich auch sparen können. Ne? Naja. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Wissen wir ja alle. Also an sich muss ich sagen, so für zwischendurch macht das Spiel schon sehr Spaß. Ja, meine, ich bin sowieso ein Fan von diesen Mechanik-Simulator-Teilen. Oh, alle Reifen am Bus müssen gewechselt werden. Hatten wir noch nicht, los geht's. Bin ich eigentlich ein Fan von. Ja, aber wie gesagt, ich bin eigentlich eher so ein Fan von, dass man so, ich sag mal, so alte Busse nimmt und dann neu herrichten muss. Ja, so ein Fan bin ich eigentlich da, ja. Oder alte Fahrzeuge halt, ja, wie beim Car-Mechanik-Simulator. Und die dann halt einfach für teuer viel Geld wieder verhökert, so, ne? So, die Achse mal bewegen. Dick, 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 dick. Ah, nein, nochmal weiter. Fangen wir erst mit dem Vorderreifen an. Sehr schön. Und, achso, können wir gleich aufbocken. Zzzzt. So, allerdings können wir jetzt auch mal freischalten. Wir haben ja jetzt so ein paar Punkte, können hier einen zweiten Werkzeugslot hinzumachen, den Prüfstand, Abgas-Test. Sehen wir hier 2000 Punkte, 1500, Prüfstand, Licht und so weiter und so fort. Erfahrungsstufe 2 muss zunächst freigeschaltet sein. Hier bekommst du die dritte Erfahrungsstufe freigeschaltet. Okay. Das Werkzeugradschirm muss zunächst freigeschaltet werden. Okay, dann können wir jetzt praktisch das hier freischalten. Inventar auf 60 Bauteile vergrößern. Inventar, haha, haha. Nö. Brauchen wir alles nicht. Dann nehmen wir jetzt hier die Ratsche. Und dann. Demontieren. Ah ja, schöne Geräusche. So. Weg damit. Dann rüber und dann geht's hier weiter. Alles muss gelöst werden. Jetzt wird Dennis über den Rasen hier fahren wahrscheinlich. Ach, Leute. Ich sag euch, wir müssen unsere Busse vorbereiten für Bad Hügelsdorf. So, irgendwo, achso, hier genau, in dem Container hier können wir alles verkaufen. Also den ganzen Schrott, den wir hier haben. Schrauben sind eigentlich alle in Ordnung. Weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt nicht eine Schraube gerade jetzt verkauft haben. So, Montage. Zumal die Reifen, die sehen genauso aus wie vorher, ja. Genauso runtergeranzt. Wenn ich neue Reifen kaufe, dann sind da nicht mal Flecken drauf. Aber naja. So, haben wir schon mal einen Reifen gewechselt. Sehr schön. Rauf da mit dem Reifen. Und dann rauf mit den Schräubchen.
eine super lästige Arbeit beim Auto, die Reifen zu wechseln. Anstrengend. Ja, wir müssen eine Mutter verkauft haben. Dürfen wir wegen einer Mutter, dürfen wir jetzt eine Mutter kaufen gehen? Oh. Eine Mutter. Aber wir können gleich. Warte mal, ich habe falsch gekauft, ne? So, können wir mal wieder abbocken und dann nach hinten damit. So, Achsheber bewegen. Und nach oben damit. Ich habe vergessen, die ganze Zeit Fotos aufzunehmen. Eieiei. Ich tue wieder beschweren. So. Demontage. So, können wir uns hier ein bisschen hinbücken hier. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen lästig. So, Montage. So, wir brauchen hier hinten zwei Räder. Das habe ich jetzt vergessen, tatsächlich. Ja, aber naja, gut. Bevor wir den anderen dann da hinten abschrauben. 99%. Wenn der dann nachher rummeckert, wegen 99%, ja. Das ist Spesen, ehrlich. So. Und noch zwei Reifen kaufen. Zwei Reifen. So. Du weg, du weg. Und der kommt auch weg. Was soll's? Unnötig Ballast hier rumtragen, macht auch keinen Spaß. So, Demontage. Jetzt kommen wir da die Mutter näher ran hier. Manchmal immer so eine komische Geräusche da drin haben. Also klingt manchmal echt lächerlich. So, dann wieder in die Montage. So. Und so. So. Na Mensch, läuft doch. Das läuft doch. Ach so, ja, genau. Der sollte wirklich.
Und damit haben wir den Auftrag zu Ende und die Folge. Sehr schön. Ja, ich werde mir jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ob wir das Ganze jetzt hier fortführen. Wie gesagt, gerne eure Unterstützung gefragt. Ja, wenn ihr mehr sehen möchtet, dann unbedingt in die Kommentare schreiben. Dann fällt mir die Entscheidung vielleicht ein bisschen einfacher, sonst würde ich das Ganze jetzt einfach so für mich alleine jetzt irgendwie ein bisschen weiterspielen oder sowas. Aber wenn ihr natürlich wollt, oder wenn ihr mehr sehen wollt, dann ja, würde ich mich wahrscheinlich dann dazu bereit erklären, das Ganze weiterhin aufzunehmen. Aber wie gesagt, also könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Schreibt es einfach am besten mit rein. Wie gesagt, 25 Euro, das gute Stück. Also so für die erste Stunde oder sowas, die ich jetzt hier dran gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so für zwischendurch ganz okay. Aber ich glaube, die Langzeitmotivation, die fehlt hier. Muss man mal gucken, wenn man das Ganze halt wirklich mal länger gespielt hat oder sowas. Aber so an sich muss ich sagen, also wenn man halt einen Mechanik-Simulator halt sucht, ich glaube, da ist man mit dem K-Mechanik-Simulator deutlich günstiger unterwegs, weil der halt schon, wie gesagt, ein bisschen älter ist, aber immer noch neue Fahrzeuge bietet durch die Mod-Community und alles was. Es gibt haufenweise DLCs, die man sich dazu kaufen kann. Und da habt ihr halt dieses Feeling, dass ihr euch kaputte alte Schrottautos kaufen könnt und das Ganze euch wirklich ja, bis ins Modernste da rausholen könnt, was ihr da wollt. Ihr könnt die Fahrzeuge tunen, bis zum geht nicht mehr oder sowas beim K-Mechanik. Und hier sieht das halt so aus, als ob wir halt wirklich so altmodig wie diese früheren Mechanik-Simulator spielen. So von so klein auf bis irgendwann mal bis du 50, 60 Aufgaben erfüllt hast, das Spiel zu Ende. Also irgendwie sowas habe ich das Gefühl, dass das Ganze in so eine Richtung hier ausartet. Und das finde ich persönlich halt für eine Langzeitmotivation einfach zu wenig. Dafür der Preis dann halt auf 25 Euro dann halt. Ne? Der K-Mechanik-Simulator, wie gesagt, da könnt ihr euch, wie gesagt, eure Werkstatt halt selbst aufrüsten, selbst aufbauen, ja, auch ringsrum und alles sowas. Und ich glaube, der ist mittlerweile bei Games Planet oder sowas für 12 Euro zu haben oder sowas. Also da muss man auch wirklich gucken, ob einem das halt wirklich zusagt, wenn man lieber Busse reparieren möchte. Dann, wie gesagt, gibt es wahrscheinlich keine andere Alternative dazu. Aber muss man das jetzt halt dementsprechend noch unterstützen, das müsst natürlich ihr selbst entscheiden. Aber wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Games Planet. Ja, da könnt ihr euch das Ganze denn dort, ja, wenn es verfügbar ist, dementsprechend dort kaufen. Wie gesagt, ist ein Reflink, da könnt ihr uns sogar noch mit unterstützen. Würden wir sehr, sehr toll finden. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!